Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, man sieht hier bei Frau Wuttke, die vor mir gesprochen hat, was daraus wird, wenn man die 5-Minuten-Rede in 3 Minuten halten muss, die man vorbereitet hatte, weil über Nacht die Zahlen geändert wurden. Ich will aber kurz anfangen. Die Bauordnung dieses Landes ist ein umfangreiches Gesetzeswerk mit, glaube ich, fast 100 Paragraphen, und sie regelt eigentlich so alles, was in Brandenburg gebaut wird, wie in Brandenburg und unter welchen Auflagen gebaut wird. Also ist sie von größter Relevanz für Häuslebauer, Gewerbetreibende, Unternehmer, Investoren in allen möglichen Bereichen, Wohnungswirtschaft und vielen anderen auch. Daher hätten wir eigentlich erwartet, von jedem vernünftigen Menschen erwartet, dass wenigstens alle konkreten Anregungen und Änderungsvorschläge von den verschiedensten Seiten, und es gab hier nun wirklich eine Masse von Stellungnahmen von allen möglichen Beteiligten und Fachleuten, ernsthaft diskutiert und gründlich abgewogen würden. Nichts da. Die Koalition wollte das nicht. Sie hat sogar in den Fachausschussberatungen das Ganze im Schweinsgalopp durchgepeitscht. Es gab keine Beratung, es wurde keine Beratung im Fachausschuss zugelassen zu den einzelnen Themen. Die Anhörung, die heute angesprochen wurde, die hat Ende September stattgefunden. Die Beratung über die Inhalte, also die erste inhaltliche Diskussion im Fachausschuss letzten Donnerstag. Nur die parallel zur Haushaltsdiskussion nachvollziehbarerweise relativ wenigen Änderungsanträge durften überhaupt diskutiert werden. Ich finde das schon sehr bemerkenswert. Das ist ja der Fachausschuss und nicht das Plenum. Und so, werte Kollegen von der Koalition, kann man die Wichtigkeit der Bauordnung für so viele betroffene Menschen nicht abbilden und kann der nicht gerecht werden. So lagen beispielsweise eine Vielzahl von inhaltlichen und sprachlichen Richtigstellungen vor, deren Übernahme inhaltlich nichts verändert, aber dafür gesorgt hätte, dass Widersprüche im Gesetz und vielfältige sprachliche Peinlichkeiten getilgt worden wären. Und nun, hier liegt leider eine peinliche Bauordnung vor, die jetzt durchgepeitscht werden soll, weil man auch auf diese Dinge nicht eingehen wollte. Also Widersprüche bleiben drin, peinliche Formulierungen auch. Das ist leider das Ergebnis der Verkürzung dieser Debatte in den Ausschüssen auch schon, auch heute hier wieder, von gestern auf heute von 5 Minuten auf 3 Minuten runtergekürzt. Ich hätte jetzt gerne noch eine Vielzahl von Beispielen vorgestellt, welche Fragen nicht bearbeitet wurden und ignoriert wurden. Ich werde das jetzt ganz brutal zusammenkürzen müssen auf 2, 3 wichtige Punkte, nämlich zum Beispiel § 63, das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren. Hier möchte die Koalition die bisherige Frist von 1 Monat auf 3 Monaten ausweiten. Das kommt einer Verlängerung des Verfahrens gleich, weswegen die Einlassung von Frau Walter-Mund, man würde hier schnelleres Bauen ermöglichen, schlicht Unsinn sind. Deswegen sagen auch die Fachleute, das sei kontraproduktiv. Und letzter Punkt, § 65, Bauvorlagenberechtigung, wurde hier schon diskutiert. Da schlägt doch die Koalition wirklich gönnerisch sensationelle 100 Quadratmeter vor. Jeder Fachmann sagt, na, das sind ungefähr 75 Quadratmeter, der Rest sind die Wände. Dadurch bleibt Einfamilienhausbau außen vor und Brandenburg unnötig teuer. Die Handwerksbetriebe in Brandenburg werden gegenüber den Kollegen in Berlin benachteiligt, weswegen das ein unvernünftiger Kompromiss ist. Man müsste schon irgendwo gucken, welche durchschnittliche Größe von Einfamilienhäusern wird heute gebaut, und sich in diesem Bereich einigen. Deswegen, wenn Sie hier ausführen, die Einfamilienhäuser seien jetzt der Bauvorlagenberechtigung der Kleinen unterlegen, dann frage ich Sie, wohnen Sie in der Garage oder wohnen Sie in der Hundehütte? Tut mir leid, aber das wird dem überhaupt nicht gerecht, und auch das Durchhetzen hier jetzt wird der Bedeutung der Bauordnung in keiner Weise gerecht.